Hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch. Ich habe Teil 86 meiner Let's Play Minecraft Serie für euch dabei. Und ich war gerade ein bisschen draußen. Und zwar, um genau zu sein, da hinten hinter diesem kleinen Berg. Und was habe ich mir besorgt? Sand. Ich habe mir Sand besorgt. Und ich habe mir auch ein bisschen was hergestellt, und zwar Sandstone. Und den werden wir jetzt brauchen. Ich habe schon. Ich habe schon einiges an Sandstone inzwischen verbaut. Und ja, ich zeige euch auch gleich wofür. Doch bevor wir das machen. Ich wollte euch noch zeigen, was ich dort hinten angerichtet habe. Das habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. So, wie wir sehen wir eine kleine Farm, wo ich jetzt das ganze Zuckerrohr abbauen kann. Sehr praktische Sache. So, wenn ich jetzt theoretisch noch ein bisschen, was weiß ich, Weizen anbauen würde und noch ein bisschen Milch sammeln würde, könnten wir uns jetzt einen Kuchen mit dem ganzen Zeug machen hier. Beziehungsweise das würde locker für mehr als einen reichen. Wir schauen mal. Ja, ich habe inzwischen eine ganz ordentliche Menge hier angesammelt. Damit könnte man schon was anfangen. So, doch, das machen wir jetzt nicht. Nein, wir gehen wieder zu unserer Falle, wo ich gerade einen schönen Sonnenaufgang sehe. Und da machen gerade Kühe irgendwie mächtig Party, wie es aussieht. Nein, Schafe, okay. Sehr schön, die nehmen wir mit. Okay. Ich glaube, ich muss da mal das Zeug irgendwie auffüllen, dass die nicht mehr hier so einen Terror machen. Wir wollen aber jetzt hier runter. So. Wo wir übrigens gerade schon hier sind. Ich wurde gefragt, warum ich hier denn eine Leiter genommen habe. Ich kann ja auch ein Schild nehmen oder sowas. Nun. Die Frage ist recht einfach. Ich hatte gerade Leiter dabei und kein Schild. Also habe ich eine Leiter genommen. Ganz einfach. So. Dann wäre das auch schon mal geklärt. Dann, ich habe mir hier eine kleine unendliche Wasserquelle gemacht. Wie üblich, wenn ich irgendwelche Fallen baue. Ich habe hier nochmal das Ganze ein Stück weiter reingemacht. Der Grund ist, ich werde hier eine Tür platzieren und davor irgendwie, was weiß ich, Kies, Sand oder Erde oder irgendwas, was schnell weggeht, falls ich eben mal rein muss. Und da ist hier ein zwei breiter Weg relativ sinnvoll. Und wie gesagt, ich habe hier angefangen, das Zeug auszugraben. Und wie man hier sieht, habe ich hier Sandstone am Rand gemacht. Und ich werde euch auch gleich sagen, wofür das ist, denn ihr kennt's ja, die Spinnen können seit kurzem klettern. Und wenn diese klettern wollen, dann versuchen sie hier hochzuspringen und landen immer nur am Sandstone und da können sie nicht hochklettern. Das gleiche hier. Hier können sie auch nicht hoch. Ich hoffe, dass die Höhe hier reicht, denn wie man gesehen hat, kann ich bis zur oberen Kante springen. Immer bis hier. Ich weiß nicht, ob das reicht, dass die Spinnen hier hoch können. Das müssen wir dann mal entsprechend austesten. Momentan kann ich es auf jeden Fall nicht beurteilen. Ich hoffe mal, dass sie nicht drauf können, weil das hier ist schon eine ganze Menge Sandstone, die wir hier, Sandstein, den wir hier verbaut haben. Und das ist noch nicht mal alles, was wir tatsächlich dann wirklich brauchen. So. Dann. Hier diese Geschichte.
müssen wir natürlich auch noch entsprechend ersetzen. Sonst klettern uns die Spinnen später wieder hoch. Okay. Das gleiche ist hier natürlich der Fall. So, und diese Teile hier, die werden bis ganz unten runtergehen. Und ganz unten werden sie dann ebenfalls, bis ganz unten runter werden sie dann ebenfalls aus Sandstone gemacht sein, damit uns da keine Spinnen stecken bleiben und uns dann irgendwie dafür sorgen, dass da irgendwie ein Stau oder so entsteht, sozusagen. So, dann bauen wir hier jetzt mal ein bisschen weiter ab. Wie man am Raum an sich schon erkennen kann, die Spawnfläche ist deutlich kleiner als bei anderen Fallen, die ich immer verwendet habe. Der Grund ist relativ simpel. Und zwar will ich, dass das Ganze weniger Platz einnimmt. Da gibt es allerdings gleichzeitig ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ihr schon drauf gekommen seid oder nicht. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal schnell, bevor wir hier weitermachen. Also, wir schauen uns mal diesen Weg nach unten an. Das sind diese 24 Blöcke Abstand, die wir benötigen. Das ist ein, ja, recht ordentliches Stück. Hier unten wird übrigens der Raum genauso groß sein wie oben später dann. Und da werden die Monster runterfallen. So. Das ist der Weg nach unten. 24 Blöcke. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Hier ist die erste Etage. Und dann haben wir nur noch dieses kleine Stück hier. Und wir können theoretisch bis hier hingehen, wo dann die Decke sein müsste. Hier. Das ist das, was wir höchstens machen können. Der Nachteil an dieser Geschichte ist allerdings, könnt ihr euch sicher denken, das ist ein bisschen wenig Platz. Wir kriegen dann nicht so viele Etagen rein. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich doch wieder aus dem Wasser rausgehen müssen. Ich werde mir das da aber was einfallen lassen, dass das sich möglichst gut irgendwie in die dass es möglichst gut an sich anpasst an die Welt irgendwie. Wie ich das genau machen werde, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Kann ich jetzt momentan noch nicht so sagen. Ist auf jeden Fall ein interessantes Problem. Dem Problem müssen wir uns annehmen, wenn die Zeit gekommen ist. Denn ja, wie soll ich sagen? Ich will einfach nicht so einen grauenhaften Cobblestone-Turm, der aus dem Wasser ragt, und zwar direkt im Sichtfeld meines Hinterausgangs. Und bevor ihr vielleicht auf die Idee kommt, dass ich meinen Hinterausgang verlegen soll, nein, das habe ich nicht vor. Ich finde den da eigentlich ganz gut. Also, irgendeine Lösung müssen wir da finden. Ich weiß nicht, vielleicht besorge ich mir ein bisschen, ja, von mir aus Sandstone und, ja, vielleicht Obsidian oder so und verschönere das von außen ein bisschen noch irgendwie. Muss ich mir mal was überlegen. Es soll auf jeden Fall nicht so sein, dass wir da so ein, ja, so ein Cobblestone-Hochhaus oder so, sowas in der Art eben dann direkt vorm Hintereingang haben. Das sieht einfach nicht gut aus. So. Die Etagen, die ich hier übrigens baue, die werden alle gleich groß sein. Und zwar so groß, wie das hier wird. Also wir können ja mal kurz schauen. Das hier. Das hier ist jetzt im Prinzip die Hälfte des Raumes. Sprich, ab hier
ist die Hälfte. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hä, 7? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das gibt's doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, 8, okay. Das sind also aus der Mitte gesehen jeweils 8. Und hier ist nochmal das Gleiche. Das wird also quadratisch werden, dieser Raum. Und wir werden das, wie gesagt, über mehrere Etagen machen. Wenn ich jetzt mit dieser Etage hier fertig bin, was relativ schnell eigentlich gehen müsste, dann werde ich mit der nächsten Etage anfangen. Wer hätte das gedacht? Die nächste Etage wird allerdings keine Mobspawn-Etage. Nein, die nächste Etage wird die Etage ganz unten. Das wird unsere Sammelstation werden. Und der Grund, warum ich unsere Sammelstation angehen will, ich mache schnell mal Licht für euch, so. Warum ich unsere Sammelstation angehen will, ist relativ simpel. Ich will einfach, ja, das Zeug austesten. Ich will sehen, wie das Ganze funktioniert, wie die Entwicklung ist, wenn wir von einer Etage auf zwei, dann auf drei und so weiter gehen. Ich will immer wissen, wie die Entwicklung da läuft. Und dazu brauche ich eben diese Sammelstation. Moment mal, wir können doch theoretisch hier auch schon mal ausgraben. Da kommen wir dann besser ran. Wenn ich jetzt hier das Zeug ersetze. Es wird ein Stück einfacher. Also ich werde jede Etage immer einen Test machen, wie das Ganze läuft. Und ja, so kann man dann schön die Fortschritte dann verfolgen, wie sich die Falle entwickelt im Prinzip. So, dann machen wir hier auch wieder diese Geschichte. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Vielleicht mache ich so ein kleines Video dann, wo ich das mit den einzelnen Etagen einfach mal so ein bisschen zeige. Vielleicht verpacke ich es auch mit in Let's Play, wie ich es sonst immer gemacht habe. Das weiß ich noch nicht genau. Lasst euch da einfach mal okay. Lasst euch da einfach mal überraschen. So. Ich überlege gerade, theoretisch könnte ich das Ganze auch in meinem Blog posten, wie ich es schon mal gemacht habe. Wobei ich das in letzter Zeit, wie ihr höchstwahrscheinlich gemerkt habt, so ein bisschen ignoriert habe. Gerade was das Posten diverser Sachen angeht, wie beispielsweise Videos und so weiter. Und auch sonst in letzter Zeit nicht viel da gekommen ist. Der Grund dafür ist, ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht weg von so einem Blog gehe und vielleicht eine richtig vernünftige Homepage mache. Beziehungsweise was, wo es halt mit Kommentaren und so besser funktioniert als im Blog. Ich finde das zwar schon besser als hier auf YouTube, der Nachteil ist aber immer noch, dass das ein bisschen unübersichtlich wird, wenn da mehr kommt. Ja, ich benenne es jetzt einfach mal. Ich überlege, ob ich nicht umsteige auf eine Forensoftware mit Portal, wo wir dann das Ganze
die ganzen Posts von mir im Portal auf der Startseite sehen und ich dann deutlich besser erkennen kann, dadurch, dass das eben nichts anderes als Forenposts sind, wo die welche Kommentare ich schon gelesen habe und welche nicht. Das wäre ein ganzes Stück einfacher dann für mich. Ich meine, das kann ich bei meinem aktuellen auch, bei meinem Blog auch sehen, aber eben nicht so schön wie in einem Forum. Und das hätte ich eigentlich sehr gern. Wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen am Rumtesten, wie ich das dann genau machen werde. Da habe ich bisher noch keine Entscheidung getroffen, wie ich es dann wirklich machen werde. Aber ich versichere euch, ich bin da dran. Und ja, geduldet euch bitte noch ein bisschen. Wie gesagt, wird definitiv noch was kommen. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann. So. Gut, ja, machen wir weiter. Wo ich das hier übrigens gerade sehe, das gefällt mir so gar nicht. So. Das flicken wir auch mal schnell. Halt, was mache ich? Das soll da doch gar nicht hin. Na, so. Moment. So, besser. Und das hier kommt auch weg. Und wo wir schon dabei sind, das hier auch. So. So gefällt mir das schon besser. Ja gut, jetzt habe ich mich gerade etwas ablenken lassen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt hier diese Etage fertig habe, dann wird als nächstes die Sammelstation bzw. gleichzeitig auch die Tötungsstation sozusagen gebaut. Und ich kann euch auch schon sagen, wo die gebaut wird. Die wird genau da unten gebaut, wo wir vorhin waren. Wer hätte das gedacht? Ja. Dafür habe ich schon diese Bodenstation ja im Prinzip gegraben. So. Bevor ihr euch übrigens fragt, ich werde das so machen, dass hier diese Teile bis zum Boden runtergehen. Sprich, ich werde hier höchstwahrscheinlich viermal nach oben kommen, hier rein, werde dann das Zeug hier irgendwie so abbauen. Ich mache das jetzt mal einfach so exemplarisch. So, das werde ich machen, bis ich ganz unten bin, für jedes dieser Löcher. Und bei jedem dieser Löcher werde ich hier dann entsprechend das Ganze mit Sandstone auskleiden. Bevor ihr jetzt fragt, warum zeige ich euch das eigentlich alles? Ich wollte solche Sachen doch eigentlich ohne Aufnahme machen. Kann ich euch sagen, warum ich es mache? Ich sehe jetzt schon, wenn wir dann die Falle am Laufen haben, und ja, die Kohle habe ich gesehen, wenn wir die Falle wieder am Laufen haben, sehe ich jetzt schon wieder die ersten Kommentare, wie funktioniert die Falle. Ja. Dann kann ich sagen,
Leute, schaut einfach in dieses Video rein und ihr wisst, wie die Falle funktioniert. Ganz einfach. Und genau das werde ich dann auch machen. Ich werde die Tötungsstation unten dann sozusagen, die werde ich mit euch zusammen dann angehen. Damit wir da auch mal klären, wie das dann genau funktioniert. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich euch zwar mal gezeigt, wie man sowas baut, aber nie wirklich anhand der tatsächlichen Falle. Das heißt also, wir werden das diesmal zusammen in die Hand nehmen und uns dann anschauen, wie die Geschichte funktioniert. Und ich hoffe, dass damit auch schon mal den Fragen entsprechend dann vorgebeugt wurde. Soweit wie eben möglich. Ich habe generell ja nicht wirklich was dagegen, wenn ihr Fragen habt. Doch wenn es da um Sachen geht, die ich in einem meiner Videos schon, oder im Falle dieser Falle hier jetzt sogar schon in mehreren Videos gezeigt habe, dann wird mir das irgendwann auch zu blöd, da immer wieder die ganzen Anfragen dann zu beantworten. Und ja, wie gesagt, dem will ich jetzt hier mit diesem Video und mit den folgenden Videos dann auch mal so ein bisschen vorbeugen. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. Falls nicht, dann ja. Lass ich mir was anderes einfallen. Ich meine, ihr müsst mich an der Stelle auch einfach mal verstehen. Ich beantworte da immer und immer wieder die gleichen Fragen. Und ich bekomme heute noch Anfragen von Videos, die ich vor einer halben Ewigkeit gemacht habe, wie ich die Sachen denn gemacht hätte. Und da könntet ihr euch doch gut vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen nervt. So. Ich antworte übrigens nur noch sehr selten auf solche Fragen. Falls ihr also eine solche Frage stellt und ihr keine Antwort bekommt, seid bitte nicht sauer, aber mir hängen solche Fragen inzwischen zum Hals raus, weil ich es in meinen Videos schon tausendmal erklärt habe. So, ja, genug gelabert. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Und ich melde mich wieder, sobald ich den Raum hier unten für unsere erste Etage ausgehoben habe und die Sammelstation ausgehoben habe. Und wir sehen uns dann. Also, ciao.